Als Ostalbien wurden in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg die Gebiete östlich der Elbe bezeichnet, bis hin nach Ostpreußen. Es handelte sich um flaches Land, das großflächige Gutswirtschaft ermöglichte und auf dem auch nach dem Beginn der Industrialisierung Deutschlands die Landwirtschaft ein stark dominierender Wirtschaftszweig war. Meist waren die Gutsbesitzer Adlige, protestantisch und politisch konservativ. Geografie. Der Begriff Ostalbien hatte keine streng geografisch bestimmte Bedeutung, sondern war mehr als kritische Bezeichnung und Kennzeichnung der politisch-gesellschaftlichen Gegebenheiten einer größeren Region gemeint. Diese Gegebenheiten fanden sich beispielsweise auch in der westlich der Elbe gelegenen Altmark. Ostalbien umfasste die Regionen, die seit etwa dem 8. Jahrhundert slawisch besiedelt waren und deren Bewohner ab etwa 1150 assimiliert wurden. Vor allem durch Übernahme der deutschen Sprache und Abbau gesellschaftlicher Diskriminierungen. Zu Ostalbien gehörten die Länder Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz und Teile Anhalts sowie die preußischen Gebiete Mark-Brandenburg. Die zur Provinz Sachsen gehörenden Landstriche Altmark, Jährich-Oerland und die Gebiete zwischen Elster und Elbe im Osten, Pommern, Posen, Westpreußen bzw. die Grenzmark Posen-Westpreußen, Schlesien und Ostpreußen, teilweise auch Schleswig-Holstein. Politische und kulturelle Prägung. Gemeinsam war bis 1945 den ostelbisch genannten Landstrichen die Prägung durch Landwirtschaft, Großgrundbesitz, die ganz überwiegend protestantische Konfession und der politische Konservativismus in der Bevölkerung. Berlin und auch die Hansestädte an der Ostsee sowie die früh industrialisierten Teile Schlesiens wurden wegen ihrer Urbanität nicht zum eigentlichen Ostalbien gezählt. Der Begriff Ostalbien verweist auch auf die deutsche Ostsiedlung. Vor allem die Gebiete, die erst seit den drei polnischen Teilungen zu Preußen, Deutschland gehörten, zählen im engeren Sinne nicht zu Ostalbien, weil ihnen das Kennzeichen der sprachlichen Assimilierung fehlte. In ihnen bildeten ethnische Polen auch in der Zeit der preußischen Herrschaft die Bevölkerungsmehrheit. Die ethnische Komponente zwischen Herrscher und Beherrschten bildete eine wesentliche Voraussetzung für die völkisch-nationalistische Abwertung von Slawen, vor allem Polen, als Untermenschen. Die Großgrundbesitzer dieser Gegend trugen die umgangssprachliche Bezeichnung Ostalbier oder Junker und spielten im alltäglichen Leben eine bestimmende Rolle. Oft beherrschten sie das Gebiet auch politisch und bestimmten als ehemalige Herrschaftselite Preußens weite Teile der gesamtdeutschen Politik mit. So gab es in den mehr als 10.000 Gutsbezirken, die einen bedeutenden Teil der Fläche Ostalbiens ausmachten und bis Ende der 1920er Jahre bestanden. Keine kommunalen Interessenvertretungen wie in den übrigen Gemeinden. Der Begriff ostelbische Junker bezeichnete eine bestimmte Gesellschaftsschicht der adligen Grundbesitzer und wurde oft im Sinne von reaktionär verwendet. Begriffsgeschichte. Die Bezeichnung Ostalbien als Sammelbegriff für die Gebiete östlich der Elbe reicht historisch noch weiter zurück, und zwar bis in die Zeit Karls des Großen, in der Ostalbien noch fast ausschließlich von Slawen bewohnt war. Nicht maßgeblich für die Wortwahl war bis zum frühen 19. Jahrhundert, ob bzw. ab wann ein Gebiet zum Heiligen Römischen Reich gehörte. Das Verschwinden Ostalbiens. Es gibt verschiedene Gründe für das Verschwinden der Strukturen, die bis 1945 Ostalbien von den südwestlich der Elbe gelegenen Teilen Deutschlands getrennt haben. Erste die Umgestaltung der SBZ und später der DDR im Sinne des Kommunismus. Schon früh wurde in der SBZ unter der Parole Junkerland in Bauernhand eine Bodenreform durchgeführt, durch die Großgrundbesitzer ihr Eigentum verloren. Zugleich verloren sie als sogenannte Klassenfeinde jeden politischen Einfluss. An die Stelle von landwirtschaftlichen Gütern traten nach einer Phase der Bewirtschaftung von Flächen durch Kleinbauern vor allem landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften. In der Zeit der DDR verlor, wie in allen modernen Industriestaaten, der Landwirtschaftssektor zunehmend an Bedeutung, und zwar auch dadurch, dass ostelbisch geprägte Regionen gezielt nachindustrialisiert wurden, was auch wegen der Trennung von den westlich gelegenen Industriestandorten erforderlich war. Die evangelische Kirche verlor ihre bestimmende Rolle durch eine kirchenfeindliche Politik der SED und eine zunehmende Säkularisierung, die bis heute andauert. Zweite, die Errichtung der Oder-Neiße-Grenze 1945, alle durchweg vor
vormals preußischen Gebiete des Deutschen Reiches, die östlich dieser Grenze lagen, wurden 1945 unter polnische bzw. sowjetische Verwaltung gestellt und faktisch annektiert. Die Junker flohen nach Westen oder wurden gemeinsam mit ihren Arbeitskräften, aber auch anderen Deutschen vertrieben. Die Bevölkerung der von Deutschen verlassenen Gebiete wurde von Polen bzw. Bürgern der Sowjetunion ersetzt. Da Polen ganz überwiegend der katholischen Konfession angehören, endete damit automatisch der Einfluss der evangelischen Kirche in den von Polen verwalteten Gebieten. 3. In der westlich-kapitalischen Bundesrepublik zugehörigen Schleswig-Holstein gab es keine gesteuerten gezielten Enteignungs- oder Entmachtungsmaßnahmen. Hier haben eine beschleunigte Modernisierung und Demokratisierung dazu geführt, dass aus solchen Gutsbesitzern, die dem Konkurrenzdruck gewachsen blieben, Eigentümer von Unternehmen wurden, die im Prinzip den Gesetzen der Marktwirtschaft unterworfen sind. Wozu auch gehört, dass Arbeitnehmer nicht mehr nach Gutsherrenart behandelt werden können. Auch ist ihr politischer Einfluss deutlich zurückgegangen. 4. Heute befinden sich von dem Teil des ehemaligen Ostserbien, der bis 1990 zur DDR gehörte, noch das Land Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, die zu Sachsen-Anhalt gehörende Altmark, der östlich der Elbe gelegene Teil Sachsen-Anhalts und Teile der früher niederschlesischen, mittlerweile aber zum Freistaat Sachsen gehörenden Landkreise Görlitz und Bautzen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Begriff Ostserbien wird fast nur noch für historische Sachverhalte benutzt.